Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch meine liebsten pinken Lippenstifte vorstellen. Ja, und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt bitte dran. Es geht los mit einem MAC-Lippenstift. Ein MAC-Lippenstift kostet so um die 19 Euro. Ich habe hier einmal Pink Pigeon. Das ist ein mattes Finish. Und ich finde die matten Finishes von MAC einfach grandios. Die halten so, so gut. Ich hatte gestern diesen Lippenstift drauf. Der hat, glaube ich, um die 4 Stunden, 5 Stunden gehalten. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und das ist einmal Pink Pigeon. Das ist ein wunderschönes Pink. Perfekt für diese tolle Jahreszeit, die wir momentan haben. Und da hat man einfach auch so Lust auf Farbe. Und ja, ich finde, Pink ist ein absolutes Must-Have, was man einfach haben muss. Und ja, eine tolle Farbe. Die werdet ihr gleich geswatcht sehen. Und ich kann die euch einfach wirklich nur ans Herz legen. Weiter mit Girl About Town. Auch das ist ein MAC-Lippenstift. Das ist ein Amplified Finish und ich finde, dass auch der sehr, sehr gut hält. Der ist vom Auftrag wirklich total easy, dadurch, dass die Konsistenz einfach etwas cremiger ist als ein mattes Finish. Ja, ich finde den wirklich auch wunderschön. Auch das ist ein Pinkton, der aber einen leichten blauen Stich noch mit drin hat. Ja, der ist echt toll. Schaut ihn euch unbedingt an. So, dann möchte ich euch noch zwei andere MAC-Lippenstifte zeigen. Ja, wie soll es denn auch anders sein? Ich liebe einfach MAC-Lippenstifte. Ich habe hier auch zwei Pinktöne, die aber sehr alltagstauglich ist. Und für Mädels, was ist, die sagen, ich würde gern Pink tragen, aber ich traue mich nicht so. Dann finde ich, sind die zwei Lippenstifte genau das Richtige für euch. Und zwar habe ich hier einmal Pliss Me und einmal Chatterbox. Chatterbox ist auch ein Amplified Finish. Und Please Me ist ein mattes Finish, was auch sehr, sehr gut hält. Ja, Please Me ist auch ein wunderschöner Altrosé, würde ich fast schon sagen, der aber schon ein bisschen kräftiger ist von der Nuance. Lässt sich super auftragen, hält sehr, sehr gut, wie ein mattes Finish eben von MAC. Also die halten alle sehr, sehr gut. Und ja, ich finde, das ist echt eine tolle Farbe und der ergänzt sich auch sehr, sehr gut, ob man jetzt hellhäutig ist oder eher vielleicht ein bisschen dunkler. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe und die solltet ihr euch unbedingt angucken. Kommen wir zu Chatterbox. Das ist ein Amplified Finish und auch das ist wirklich ein wunderschöner Pinkton, der auch etwas gedämpft ist und nicht so extrem knallt wie alle anderen, die ich euch gezeigt habe. Für mich ist es ein absolutes Must-Have für den Alltag und auch für den Frühling. Also richtig, richtig toll und ich liebe einfach Chatterbox, wenn ich zum Beispiel ja, ein bisschen Smoky Eyes gemacht habe und mein Augen-Make-up etwas dunkler ist, dann setze ich den total gerne ein, weil wenn die Lippe zu nude ist, ja, sagt es nicht aus, dann ist es mir einfach vom Kontrast her auch zu viel. Also dann trage ich lieber Chatterbox auf, da ist noch ein bisschen Farbe und das kann man auch sehr schön nochmal mit einem Blush ja, definieren. Und ja, gefällt mir total gut, schaut euch den unbedingt an. Kommen wir zu einem Lippenstift von Manhattan und zwar sind das diese Extreme Last and Shines Lippenstifte. Das ist die Farbnuance 54P. Auch das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein Pink, was jede Mädel einfach im Schminktisch haben muss oder generell im Schrank. Also das muss jedes Mädel haben.
Ich finde, die riechen total fruchtig, die sind total angenehm vom Auftrag, halten auch sehr, sehr gut und sind natürlich auch etwas günstiger als MAC-Lippenstifte. Ja, ich finde ihn auch große Klasse, schaut euch den unbedingt an. Dann geht es weiter mit einem Lipgloss, was ich euch zeigen möchte. Und zwar sind es die von NYX. Das sind diese Mega Shine Lipgloss. Ich glaube, ich habe davon 6-7 Stück in verschiedenen Farben. Und ich mag die total gerne. Erstens sind die super günstig. Zweitens kleben die nicht. Ich mag das überhaupt nicht bei Glossen. Und die halten auch super lange. Dafür, dass es ein Gloss ist, finde ich, dass der auch sehr, sehr deckend ist. Der hinterlässt einen wunderschönen Glow. Und Highlight ist, die riechen einfach nach was Fruchtigem, nach Ananas, nach exotischen Früchten irgendwie. Also total lecker. Also wenn ihr mal beim Douglas seid oder sonst wo, dann müsst ihr unbedingt mal dran schnuppern. Die sind einfach nur so, so toll. Die riechen unheimlich gut. Ich habe hier die Farbe 136 Dolly Pink. I know you love, but ain't you trust? I can't let go, just let me hold you. All I wanna do is love you. Every second of the day, I wish I didn't make mistakes like this again. Es geht weiter mit zwei Lippenstiften von I Heart Makeup. Das sind diese Keek Lippenstifte. Ich habe hier zwei Farben, die ich euch zeigen möchte, und zwar einmal Candy Rock und Barbie is Jealous. Barbie is Jealous ist ein wunderschönes Pink, der einfach noch ein bisschen dunkler ist als alle anderen, die ich euch gezeigt habe. Ja, dadurch wirkt er auch, finde ich, sehr verführerisch und knallt einfach nicht so, ist nicht so mädchenhaft, sondern ist für die Businessfrau vor allen Dingen sehr geeignet. Ich finde, es ist eine wunderschöne Farbe. Die halten natürlich jetzt nicht so gut wie ein mattes Finish oder von MAC ein Lippenstift, aber die kosten auch, glaube ich, nur um die 4 Euro. Deswegen darf man da einfach nicht meckern. Ja, ich finde, es ist echt eine tolle Farbe. Und ja, ich hatte mir die bei Cosmetic for Less gekauft. Das ist schon länger her. Ja, ich denke, dass es die noch gibt. Schaut euch die unbedingt an. Habe ich hier einmal Candy Rock, und Candy Rock ist einfach ein Barbie Pink, das knallt richtig. Das ist wirklich eine wunderschöne Farbe, die heute übrigens zu meinem Nagellack sehr, sehr gut passt. Ich werde euch aber auch gleich zeigen, was für Nagellack ich trage. Ja, das ist wirklich Barbie-like und es knallt so, so schön, es verleiht so, so viel Frische und ich weiß nicht, also wenn man einen pinken Lippenstift trägt, fühlt man sich auch gleich viel besser. Also man ist einfach gut gelaunt und ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Weiter mit einem P2 Lippenstift. Das ist ein Pure Color Lipstick und es ist die Farbnuance 117 Piccadilly Circus. Ich finde, es ist auch eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein Pink-Rot, also da ist noch ein Rotstich mit drinne, aber total verführerisch irgendwie. Der gefällt mir total gut und den setze ich auch gerne ein, auch im Alltag. Ja, also wer sich traut, greift zu. Ich finde diese P2 Lippenstifte sowieso ganz toll, die halten aber nicht lange. Also da bin ich euch ganz ehrlich, also da müsst ihr öfters nachgehen, aber die kosten, glaube ich, nur um die 1,79 €, wenn ich mich nicht täusche. Und da darf man wirklich nicht meckern.
Zu allen den Lippenstiften, die ich euch gezeigt habe, verwende ich immer diesen Lippenliner. Und zwar ist das von P2 ein Perfect Color Lip Liner in der Farbnuance 149 Dancing Girl. Und ich liebe diese P2 Lip Liners. Man kann mit denen super gut arbeiten. Ich kann damit so gut meine Lippen umranden, die dann nochmal schön verblenden, denn auch hier ist nochmal ein Pinsel hinten dran und das finde ich natürlich super praktisch. Ja, ich finde, diese Farbe passt zu allen Pinktönen, die man so hat, weil ich finde, dass ein Konturenstift generell etwas dunkler immer sein sollte, um die Lippe einfach nochmal etwas zu definieren. Ja, die Farbe ist toll. Schaut sie euch unbedingt an. Meinem Nagellack, den ich heute trage. Das ist so eine wunderschöne knalle Pinkfarbe. Das ist richtig Neon, also das leuchtet richtig extrem. Das kommt auch in der Kamera leider nicht so rüber, aber das ist ein Traum. Das ist ein Nagellack von Aiden Cosmetics. Ich meine, ich hätte die mal vor langer Zeit in einer Pinkbox drin gehabt. Ja, ich bin einfach so verliebt. Das ist so eine wunderschöne Farbe. Ja, das ist die Farbnuance 88 von Aiden Cosmetics und hier sind 11 Milliliter. Das war's mit meinen liebsten pinken Lippenstiften. Ich hoffe, da war was für euch dabei, was euch auch gut gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich natürlich, wenn ihr zu meinem nächsten Video wieder einschaltet. Ja, bis dahin macht's gut, ihr Lieben, und wir sehen uns. Ciao!